Oh nö, nee, wieder ganz von vorne. Das ist Was ja ist das nervig. für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst Zumindest mich finden, kann ich bevor mir jetzt die die Zeit Kämpfe sparen, abgelaufen glaube ist. ich, und einfach gleich Richtung Haus laufen. Macht's gut, ihr Schattentrottel. Dann haben wir mehr Zeit, die Wasserpfütze zu finden. Niemals. Niemand wird dich retten. Ach, verdammt. Nee, gut. Was ist denn das da? Da waren wir nicht. Da gehe ich jetzt schnell aus Interesse hin. Oh, Gold. Das ist bestimmt nicht echt, Geralt. Wir müssen das gar nicht mitnehmen. Das ist Wirklich, eine Falle. Geralt? Etwas glänzt und du kannst nicht widerstehen? Ich habe mehr von dir erwartet. Vor allem, da die Zeit drängt. Ja, du hast ja recht. Ganz trotzdem lustig. Hier versteckst du dich also? Komm schon! Du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? So, ich glaube, diesmal haben wir deutlich mehr Zeit auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann ich die ganzen Spiegel ignorieren, oder? Ich dachte nämlich erst, es wäre mein Ziel, alle Spiegel zu zerstören, bevor ich den richtigen Spiegel finde. Wahrscheinlich reicht es, wenn ich nur den richtigen Spiegel finde. Ich müsste nur rausfinden, wie und wo. Das Ganze ist hier wahrscheinlich ein riesiges Labyrinth. Es gibt keinen Weg zu. Willst du wetten? Ich habe leider echt keine Ahnung, wie wir hin müssen. Im Grunde reflektiert der Boden sogar genug anscheinend, dass wir das nehmen könnten. Aber gut. Hier muss ein Spiegel sein, den du nicht zerschlägst. Suche und du sollst finden. Vielleicht. Wie du wohl einen Wasserspiegel kaputt. Ja, aber was soll denn das mit dem Wasserspiegel? Wo soll ich denn jetzt den Wasserspiegel herkriegen? Ich weiß überhaupt nicht, was du willst, Geralt. Hier ist nirgends Wasser. Oh nein, ich weiß wirklich nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich bin alle Wege gegangen, oder? Das gibt's doch nicht. Ah, warte mal. Muss ich etwa hier durchbrechen? Na? Oh. Oh, come on. Wirklich? In Fahrt. Du hast verloren.
jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß in dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Erzähl mir erst mal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung, nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor. Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen. Nein. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Exa. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück.
schön. Ja, das Bluten sah ein bisschen komisch aus, ne? Aber ansonsten habe ich mir in den Szenen, wo die so von der Sonne schön angeleuchtet werden, wirklich jetzt die ganze Zeit gedacht, dafür, dass das Spiel so alt ist, sieht das wirklich immer noch sehr gut aus. Die Gesichter und die Gesichtsanimationen sind teilweise wirklich verhältnismäßig gut. Und die Beleuchtung macht ganz viel aus. Nur das mit dem Bluten haben sie nicht so gut hinbekommen. Ja, schön, cool. Das ist ja ein schöner Schluss jetzt für unseren Stream heute. Haben wir ein bisschen länger gemacht, aber ist eh cool. Sind wir noch fertig geworden mit Heart of Stone? Dann können wir jetzt beim nächsten Mal, nee, beim nächsten Mal stimmt nicht, aber als Let's Play, das ich quasi wieder voraufnehme, geht's dann quasi weiter dann mit Blood and Wine. Oder andersrum, ne? Ich glaube, Blood and Wine stimmt. Na schön. Dann sag ich jetzt aber schon mal tschüss. Und, ah, warte mal. Willst du wissen, was du von Odin bekommen hättest, wenn du dich nicht eingemischt hättest? Ja, klar, warum nicht? Her damit. Mit der Info. Aber ich sage jetzt auf jeden Fall schon mal tschüss zu euch und gute Nacht. Ich mache jetzt schon mal hier Mikrofon aus und alles dicht. Aber lasst den Stream noch laufen, bis der Abspann wirklich vorbei ist. Falls noch eine Hidden Scene kommt oder sowas. Und dann, genau, sehen wir uns am Freitag um 19 Uhr im nächsten Stream wieder. Ja, ich verabschiede mich schon mal, aber bin noch da, damit ich im Chat noch lesen kann, was ich bekommen hätte. Also, gute Nacht schon mal. Ciao. Oh, eine Anleitung, wie man Ciri retten kann. Aha, das ist natürlich cool. Aber dann muss man ja im Grunde den DLC schon spielen, bevor man das Spiel durchspielt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch gehen würde. Aber gut. Naja, gute Nacht. Ciao.